The pandemic has changed our world. We are working together to provide a complete view of each patient's medical history, to unlock the power of health data, connecting data analytics, human insights, and innovation as a digital transformation of global health. Fed by vast population health data, managing more data than ever before. We can do this medicine with a phone. So let's have a digital health certificate, allowing our healthcare history to follow us, to create a world where healthcare has no limits. Big Tech, Big Pharma und Big Finance. Sie alle sind dabei. Ihr Versprechen? Daten machen unsere Gesundheitsvorsorge besser, bequemer und billiger. Und uns alle gesünder. Doch auch globale Organisationen, große Stiftungen und Regierungen stoßen ins gleiche Horn. In der Digitalisierung des Gesundheitssystems liegt die strahlende Zukunft. Und sie ist alternativlos. Denn ohne sie werden unsere Gesundheitssysteme über kurz oder lang zusammenbrechen. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Botschaften aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien gleichen. Geht es hier wirklich nur um unsere Gesundheit? Oder vielleicht auch um andere Interessen? Rund 500 Milliarden Euro wurden im Jahr 2022 in Deutschland für die Gesundheit ausgegeben. Ein Wirtschaftszweig so groß wie die deutsche Automobilindustrie. Tendenz stark steigend. In vielen westlichen Ländern sieht es ähnlich aus. Seit Jahrzehnten steigen die Gesundheitsausgaben stärker als das Wirtschaftswachstum. Weltweiter Spitzenreiter sind die Vereinigten Staaten. Rund 4 Billionen US-Dollar flossen im Jahr 2020 in das Gesundheitssystem. Fast 19% der gesamten US-Wirtschaftsleistung. Und der Kampf um diesen gigantischen Markt hat längst begonnen. Seit 2019 verstärkt Google seine Aktivitäten im Bereich der Life Sciences, zum Beispiel durch Kooperationen mit der Mayo Clinic oder Ascension. Die beiden US-Organisationen speichern seitdem ihren Schatz von Millionen Patientendaten in der Cloud, wo Google sie mit Big Data-Algorithmen und künstlicher Intelligenz nutzbar macht. 2021 kaufte Oracle für 28 Milliarden Dollar Cerner, einen Anbieter von Krankenhaussoftware und digitalen Patientenakten. 2022 erwarb Alphabet mehr als 100 Gesundheitsstartups für zusammen 1,7 Milliarden Dollar. Im gleichen Jahr übernahm Amazon das gebührenfinanzierte Ärztenetzwerk One Medical für 3,9 Milliarden Dollar. Der Umfang der Risikokapitalanlagen im Gesundheitsbereich ist in den letzten 10 Jahren weltweit um 7000% gewachsen. Das enorme Potenzial zeigt sich auch auf dem Schwarzmarkt. Experten schätzen, dass ein Gesundheitsdatensatz zwischen 250 und 1000 Dollar einbringt. Dagegen ist der Preis für Kreditkartendaten mit 5 Dollar geradezu lächerlich. Kein Wunder, dass die Hacks im Gesundheitswesen rasant zunehmen. 2015 wurde der US-Versicherer Anthem gehackt. Dabei wurden die Daten von rund 80 Millionen US-Amerikanern gestohlen. 2018 wurden die Server der norwegischen Gesundheitsbehörde gehackt und die Patientenakten von fast 3 Millionen Norwegern entwendet. 2020 wurde eine finnische Psychotherapie-Praxiskette gehackt. Nachdem die Lösegeldverhandlungen scheiterten, wurden die Akten von rund 30.000 Patienten im Netz veröffentlicht. 2022 wurde das französische Laborverwaltungssystem des Herstellers Daedalus gehackt und die Diagnosedaten von 500.000 Patienten gestohlen. Im gleichen Jahr fiel die Datenbank des australischen Krankenversicherers Medibank einem Angriff zum Opfer und die Gesundheitsdaten von Millionen Patienten landeten im Darknet. Der Sicherheitsdienstleister Critical Insight registrierte im Jahr 2021 allein in den USA 679 Vorfälle bei hoher Dunkelziffer. Die Zahl der Betroffenen belief sich auf 45 Millionen Patienten. Bereits in mehr als 5000 Firmen weltweit wird die Gehirnaktivität der Mitarbeiter gemessen, um ihre Müdigkeit zu überwachen. Dieses Konzept der kognitiven Ergonomie halte ich für die Zukunft eines gesünderen Arbeitsplatzes. Ein Arbeitsplatz, der sich an unsere Fähigkeiten anpasst, der sich verlangsamt, wenn wir langsamer sind, und uns beim Neustart hilft, damit wir nicht unter endlosem Stress leiden. In mancher Hinsicht und unter manchen Voraussetzungen kann die Überwachung des menschlichen Gehirns machtvoll, hilfreich und nützlich sein, den Arbeitsplatz transformieren und unser Leben besser machen. Sie eröffnet auch dystopische Möglichkeiten. Aber die Entscheidung liegt bei uns.
Wir können entscheiden, die Technologie gut zu nutzen. Wir können entscheiden, sie zu nutzen, um Individuen zu stärken, Einsichten in ihr Wohlbefinden zu erlangen, ihre eigene Produktivität und ihr Wohlbefinden zu steigern und sie auf einen Weg zu bringen, wo die Messung des Pulses oder anderer Gesundheitsdaten neues Potenzial für die Menschheit freisetzt. Das erinnert nicht von ungefähr an die transhumanistischen Ideen von der Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Sphären, die sogar in Frage stellt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ein zweiter zentraler Talking Point des Erneuerungskapitalismus gibt einen Hinweis auf das Ziel der Reise. Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Gemeint ist, wir werden nichts mehr kaufen, sondern mieten. In vielen Bereichen unseres Lebens ist das schon heute so. Und mit der Klimakrise wird dieses Narrativ weiter an Bedeutung gewinnen. Doch das wirft eine beunruhigende Frage auf. Wenn unser Körper tatsächlich zur Ware wird, wir aber gleichzeitig nichts mehr besitzen, wem gehört dann unser Körper? Sind wir auf dem Weg in eine neue Form der Leibeigenschaft? Auf dem Weg in einen Biotech-Feudalismus? Darüber müssen wir reden. Reden wir über Pflegekräftemangel, bezahlbare Beiträge und Grundversorgung anstatt teurer und riskanter Großprojekte. Vermeiden wir digitale Tools, bei denen wir nicht wissen, was mit unseren Daten geschieht. Fordern wir Auskunft darüber, was schon über uns gespeichert ist. Nutzen wir den Opt-out bei der Patientenakte. Sagen wir unseren Krankenkassen, dass wir die Zwangsabgabe unserer Gesundheitsdaten ablehnen. Fordern wir unsere Abgeordneten dazu auf, den EU-Plänen zum Gesundheitsdatenraum zu widersprechen. Reden wir darüber, wie ein Gesundheitssystem aussieht, das für die Menschen da ist und nicht für irgendwelche Kontrollfantasien oder Profitinteressen.